Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Scrap Mechanic und einem weiteren Jurassic Park Projekt. Wir bauen das Fleetwood RV aus dem ersten Jurassic Park Sequel The Lost World. Das Fleetwood RV ist das Mobile Lab, das mobile Labor von, Ian Malcolm, genau. Wie hieß er nochmal? Der Hauptcharakter des Films. Wie hieß er nochmal? Von Ian Malcolm und seinem Team. Und ja, genau, das Ganze ist quasi ein modifiziertes Wohnmobil. Es ist eigentlich gar kein richtiges Labor in dem Sinne. Und wir haben da auch entsprechend eine ausfahrbare Seite, die den Innenraum entsprechend vergrößert. Und das möchte ich jetzt hier an der Stelle versuchen zu bauen. Ja, diese Stelle, wo die zwei Fenster nebeneinander sind im RV, ist die Stelle, die auch ausgefahren werden kann. Und das will ich jetzt mal machen. Dazu habe ich hier an der Seite Pistons integriert. Ja, also hier die Kolben, die neuen. Und da will ich jetzt mal schauen, ob wir es schaffen, damit dann diese Mechanik zu bauen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir machen das jetzt einfach mal. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Wir brauchen natürlich einen Kontrolenski dafür. Nee, Moment, wir brauchen gar keinen Controller, merke ich gerade. Für die Pistons, um die zu bewegen, brauchen wir tatsächlich nur einen Knopf und sonst nichts. Das ist ja der absolute Wahnsinn bei diesen Dingern. Kann ich eigentlich mehrere Pistons an einen Knopf ranbängeln? Will jetzt mal ausprobieren. Ja, das geht, sauber. Das ist schon geil mit den Pistons, oder? Dann haben wir jetzt auch gleich mal eine praktische Anwendung für die neueste Errungenschaft im Bereich Scrap Mechanic für den Piston. Nicht schlecht. Finde ich gut. Ich weiß nicht, ob ihr das gut findet, aber ich finde das gut. Und wie gesagt, ich sag's nochmal, es gibt eine lustige Dokumentation, was heißt lustig, sie ist sowohl lustig als auch dramatisch als auch schräg, von ein paar Enthusiasten, die versucht haben, diesen Jurassic Park Fleetwood RV, diesen Originalen, wieder herzurichten, also erstmal zu kaufen und wieder herzurichten. Aha, wieso geht das jetzt nicht? Ah ja, weil es auf dem Lift steht, ne? Genau, ne, sehr schön, guckt euch das mal an. Nice, es muss ja auch nur so ein kleines Stück hier rausfahren an der Stelle, ne? Es muss ja gar nicht so weit hier rausgeschoben werden. Wie weit ist denn das jetzt hier eigentlich eingestellt? Sagen wir mal 4 Blöcke, oder? Ich stelle das jetzt mal entsprechend um. Genau, und diese Doku ist sehr spannend, gibt's auf YouTube, ja? Und da kann man einiges auch sehen, wie bestimmte Dinge am RV im Film umgesetzt wurden, weil man ja quasi das RV ja richtig sieht von allen Seiten, auch von innen nochmal. Und ja, man erkennt auch einige Dinge, die im Film, wie die im Film umgesetzt wurden oder wie die für den Film umgesetzt wurden. Das ist eigentlich eine sehr spannende Doku, muss ich sagen. Und ich mag das eigentlich immer so ein bisschen, sowas Behind-the-Scenes-mäßiges, was man vielleicht auch nicht unbedingt jetzt auf so einer Blu-ray oder so sieht, ja. An Infos finde ich eigentlich ganz nice. Und mir wird gerade klar, eigentlich hätte ich jetzt auch diese Pistons noch eine Stufe niedriger setzen können. Also eine Stufe hier noch drunter. Wobei man da jetzt natürlich auch wieder berücksichtigen muss, dass wir ja da auch noch Räder links und rechts dran setzen müssen. Wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Wir nehmen die Pistons einfach nochmal ein bisschen weiter nach innen. Und wir machen hier einfach nochmal eine Reihe normale Blöcke hin. Wir löschen diese Teile hier nochmal weg. Dann verbreitern wir das Ganze oder verlängern das Ganze nochmal ein bisschen nach hinten. Würde ich sagen, ich glaube, das passt auch besser von der Proportion her, dass das hier noch ein bisschen, ein Block noch weiter nach hinten kommt. Oh, das war doof. Moment, das nochmal weg. So, dann ziehe ich mal hier einen Block rüber. Genau, hier unten setzen wir die Teile wieder dran. Die können auch, glaube ich, eine Idee noch länger sein. Wartet mal. Obwohl. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich passen die von der Länge her tatsächlich. So, jetzt Moment. Mal gucken. Genau so. Flup, flup. Flup, 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 flup. Ups. Flup, flup, flup. So, und jetzt setzen wir einfach die Pistons, die ich gerade schon gesetzt habe. Die setzen wir einfach eine Idee weiter nach innen. Kann ich die jetzt eigentlich als Reihe einfach ablösen? Huch, Moment, warum sind denn jetzt hier keine Pistons? Ah, die werden mit weggelöscht, wenn man hier die Wand weglöscht. Okay. Ein interessantes Konzept, wenn ich das mal sagen darf.
Da muss man ja aufpassen, wenn man da was weglöscht, kann dann einfach ein Pisten verloren gehen. Okay, wir machen das jetzt einfach so. Wir setzen jetzt einfach hier die Pistons hin und theoretisch könnte ich sie sogar noch weiter hier an den Rand bauen. Aber wir wollen ja hier auch noch ein Rad hinhaben, deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen. So. Machen das jetzt so. Noch ein bisschen weiter nach vorne. Einer geht noch. Einer geht noch ran. Genau, und jetzt ziehen wir ja einfach die Blöcke rüber. So, ich finde das auch gut, dass die gleich alle, also dass gleich alle Blöcke hier an den Pisten ransnappen. Also an alle Pistons. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne, bei Scrap Mechanic, dass das alles so sofort ransnappt, da wo es ransnappen soll. Schon nice. So, jetzt verbinden wir das mal. Also alle Pistons. Weil das muss jetzt passen. Der Abstand und so. Irgendwas sagt mir, dass ich sie doch noch ein bisschen weiter in die Mitte ziehen sollte. Wir sind, glaube ich, ein bisschen zu weit links jetzt. Na, wir gucken mal. Wir gucken uns das mal an. Es ist ja wirklich eigentlich nicht sehr weit, wie das Ganze ausgefahren werden kann. Also es ist ja wirklich nur so... so ein kleines Eck. Ja, ich muss sagen, als Kind, wenn man so den Film gesehen hat... Das heißt, als Kind, da war ich ja auch schon wieder so... 9 oder 10 Jahre, glaube ich. Und noch ein bisschen älter, ich weiß es gar nicht mehr genau. 98 kam der, glaube ich, im Kino. Oder, nee, 97. Irgendwie sowas in dem Dreh. Okay, warum geht das jetzt nicht? Ach ja, weil es wieder auf dem Lift steht, ne? Genau. Haha, bam! Seht euch das an, nice. Da hat man sich schon so ein bisschen in Gedanken vorgestellt, dass man in dem Fahrzeug auch mal wohnt und so, ne? Und dann da rumfährt auf so einer Dinosaurierinsel. Da ist die Fantasie dann echt mit einem durchgegangen. Und witzigerweise gab es dieses Fahrzeug ja auch als Spielzeug. Aber das war auch so ein Spielzeug, das war zu teuer. Ich hatte zwar sehr viele Spielzeuge von The Lost World gehabt damals, von dem zweiten Teil. Aber das RV, das war dann doch zu groß und zu teuer. Und das hatte ich dann nicht gehabt, leider. Ich hatte nur diesen Mercedes als Spielzeug gehabt. So, dann bauen wir mal hier die Trennwand auf. Dann kann das auch nicht über das Ziel hinausschießen an der Stelle. Und jetzt fahre ich das Ganze nochmal ein. Genau, wunderbar. Und dann bauen wir hier oben einfach entsprechend den Boden auf. Und dann drücken wir mal den Knopf. Genau, und dann fährt sich das Ganze ein bisschen zur Seite raus. Wir könnten jetzt natürlich noch ein bisschen... Platz an der Stelle gewinnen. Wartet mal, mir wird gerade eine Sache klar. Wir können doch eigentlich diese Blockadesteine hier wegmachen und das Ganze einfach... Moment. Das Ganze einfach so bauen. Genau, und dann einfach da noch mal ein bisschen... noch ein bisschen Abstand zugeben einfach. Wenn wir es dann doch auf 4 setzen. Mal gucken, wie weit das dann rausgeht. Das ist jetzt so ein bisschen so eine Feinjustierungssache, ihr merkt das schon. Aber ihr seht, wie leicht das jetzt geworden ist, oder? Eigentlich brauche ich, glaube ich, sogar auch nicht irgendwie hier 3 Millionen Pistons. Warte mal, eigentlich brauche ich, es reicht eigentlich auch, wenn ich nur... Wenn ich hier ein paar wegmache, dann muss ich auch nicht so viele einstellen, oder? Wenn wir das einfach so machen. Ich glaube, das passt besser. Da muss ich nämlich nicht immer so viele verändern. Die schaffen das trotzdem, das auszufahren. Würde ich jetzt vermuten. Ich glaube, das macht mehr Sinn, oder? Ja, guckt mal. Das schließt jetzt hier nämlich auch schön ab. So. Das verstehe ich manchmal nicht, dass die Pistons so nachschnauben. Das ist mir so ein bisschen... Das verstehe ich nicht so ganz. Drücken wir mal hier wieder. Genau. So. Jetzt haben wir natürlich hier noch mit dem Boden ein kleines Problem. Ja, weil wir müssen jetzt hier eigentlich auch einen Boden dran haben. Jetzt könnte man das natürlich wieder mit dem Boden lösen, mit diesen... Hier mit diesen Blöcken. Wo waren sie denn hier? Diese Surface Panels. Ist das hier eigentlich? Light Plate. Sind wieder neue Teile hinzugekommen. Ich muss gerade mal was ausprobieren. Ah! Cool. Eine Lichtfläche. Nicht schlecht. Was nicht alles gibt, ey. Der Wahnsinn. Was jetzt alles reingekommen ist. Das ist so geil. Das ist der Wahnsinn, ey. Echt, ohne Witz. So. Nochmal drücken.
Jetzt hat man hier nämlich halt keinen Boden, ne? Das ist so ein bisschen schwierig. Beziehungsweise der Boden hier wird jetzt natürlich auch ein bisschen erhöht. Das heißt, wir müssten eigentlich auch nochmal die Fenster hier vorne nochmal ein bisschen höher setzen. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt einfach mal so. Wir setzen jetzt einfach mal den Boden auf diese Höhe. Hier werden wir so ein bisschen eine kleine Erhöhung machen mit diesen Surface Panels an der Stelle. Und jetzt ziehen wir das Ganze hier erstmal bis ganz nach hier vorne. Und dann setzen wir nämlich die Fenster. Machen wir das mal wieder rein. Dann setzen wir die Fenster nämlich ein bisschen weiter nach oben einfach. Weil wir sehen ja jetzt das Ganze hier. Das ist auch zu niedrig hier vorne. Das muss auch höher sein. Nochmal die Blöcke entsprechend raussuchen, die ich da jetzt hatte. Waren sie? Hier sind sie. Das müsste es eigentlich sein. Wenn wir hier jetzt noch einen Block hochgehen. Schauen wir mal. Mein Gott. Bis man diese Blöcke eingedreht hat. Immer noch nicht richtig. Jetzt. Jesus. Das ist aber auch nicht richtig. Moment. Jetzt. Tu es. So. Richtig? Richtig? Ja, richtig. Alles richtig. Genau, das sieht halbwegs gut aus. Mal hier jetzt einfach die Fenster ein bisschen kleiner machen. So, genau. Das muss weg. Und wir müssen das Ganze hier noch ein bisschen nach oben versetzen. Das auch. Brauchen jetzt mehr Platz hier drin in dem Fahrzeug. Man sitzt aber tatsächlich, auch wenn man in diesem Fahrersitz sitzt, von dem RV relativ hoch im Vergleich zur Scheibe. Also es ist gar nicht so falsch. Es ist nur hier jetzt wirklich einen Block mindestens zu niedrig eingestellt. Also es muss wirklich noch einmal ein bisschen verändert werden hier an der Stelle. Deswegen machen wir das jetzt auch. Ja, das sieht gut aus. Die hier hat man da, ne? Genau. Dann nehmen wir die auch wieder. Moment. Oh Gott. Ich hatte es doch, glaube ich, gerade schon. Ja. Die setzen wir jetzt einfach mal. Na, ist noch ein bisschen niedrig. Die Scheibe allgemein ist auch irgendwie ein bisschen niedrig. Wartet mal. Wir müssen da doch, glaube ich. Was haben wir jetzt da genommen? 1x4. Ich glaube, wir brauchen da doch an der Stelle die Blöcke mit der Höhe 6, glaube ich. Moment, das sind nicht die richtigen. Oh, man sieht das hier, man erkennt das hier so unglaublich schlecht. Die hier sind es. Mal gucken. Mal von außen anschauen. Ja, definitiv ist es die Höhe, ohne Witz. Also von außen sieht es korrekt aus, auf jeden Fall. Das kann auch weg. Da macht nämlich auch dieser obere Teil mehr Sinn, den ich jetzt gerade schon weggelöscht habe, mit diesen etwas flacheren, ja, gebogenen Teilen. Genau, oder ergibt Sinn. Ich mein, man sagt ja eigentlich ergibt Sinn. Immer dieses mit macht Sinn und ergibt Sinn. Das ist immer so furchtbar. Ohne Witz. Da verdengel ich mich auch immer ständig. Diese Teile, dadurch, dass diese ganzen Mod-Teile da jetzt halt drin sind, ist es immer ewig, bis man da mal hier so das richtige Teil findet, ne? Das ist der Wahnsinn, wie viele Teile man da jetzt immer durchscrollen muss. Es gibt ja leider auch keine Sortierfunktion für diese Mod-Teile. Also man kann nicht irgendwie filtern nach Motor oder irgendwie anderen Teilen, ne? Das geht ja leider nicht. Das ist ein bisschen doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wäre cooler, wenn man das filtern könnte. So, dann fahre ich mich mal hoch. Und dann setze ich mal hier. Oh, wir müssen hier auch noch eine nach oben gehen. Das passt aber. Der Abstand der Decke ist eigentlich recht hoch. Ja, doch. Kommt hin. Es ist tatsächlich ein sehr hochkant ausgerichtetes Fahrzeug. Also wirkt von vorne sehr hochkant. Das Profil. Mein Gott. Gleich habe ich's. Gleich habe ich's.
Jetzt. Ich hatte es, glaube ich, schon die ganze Zeit. Genau so. Mal nochmal gucken. Ah, doch, das sieht ganz gut aus. Finde das gut. Machen wir weiter. Wie gesagt, ich möchte ein bisschen möglichst schnell die Karosserie von dem vorderen Bereich gerne aufgebaut kriegen. So, hier müssen wir jetzt natürlich aufpassen, die Seite soll ja ausfahrbar sein. Das heißt, hier darf ich jetzt nicht komplett rüber gehen. Wir aktivieren mal kurz genau das Ganze hier. Dann ziehe ich nämlich hier schon mal diese Wand hoch, die wir da an der Stelle brauchen. Noch ein bisschen höher. Und da müssen ja auch wieder zwei Fenster rein. Warte mal, wie breit habe ich hier die Fenster gemacht? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das hier ist, glaube ich, zu schmal dafür. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, wir müssen das Fenster hier auch noch ein bisschen schmaler machen. Ja. Das sind jetzt 5, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Die Höhe hier. Ja, passt. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, schade. 1, 2, 3. Jetzt müsste hier hinten alles noch ein bisschen breiter sein, merke ich gerade. Aber wir können ja auch ganz einfach hier noch einen zugeben an der Stelle. Und das einfach hier noch ein bisschen erweitern. So nehme ich. Dann das hier wegmachen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ja, gehen wir hier auch noch einen dazu, komm. Dann ist es auf jeden Fall breit genug. Weil die zwei Fenster sind auf jeden Fall im Film, glaube ich, gleich lang und auch fast genauso lang wie das Fenster hier vorne. Deswegen von den Proportionen her ist das sehr wichtig, dass wir das beibehalten. Genau, und dann können wir nämlich hier einfach die Grenze ziehen. Und hier kommt einfach diese Wand und diese Trennwand. Und hier gehen wir nach oben. Genau, dann haben wir das schon mal. Wunderbar. Perfekt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie es gelöst ist im Film oder im Original, ob dann hier wirklich diese Trennwände sind. Eigentlich müssen die ja da sein, weil sonst würde es sich ja nicht ausfahren lassen. Da weiß ich aber nicht genau, da müsste ich mir echt nochmal diese Doku angucken. Ich glaube, da sieht man das, wie das genau aufgeteilt ist im Innenraum. Oh, ich sehe gerade auch, die Folge ist, die ist ja auch schon wieder zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Scrap Mechanic und dann geht es weiter mit dem Jurassic World, Jurassic Park, Lost World, Jurassic Park, Fleetwood RV, so rum. Bis dann, ciao, ciao.